stacheln. Am Ende des Tages gibt es ganz viele Menschen hier in diesem Land, die klein auf hier anfangen, sogar eingewandert sind und ihre Unternehmen tatsächlich stärken. Ja, wer kennt ihn nicht? Den eingewanderten deutschen Milliardär, der sich einen Zeitungskonzern aufgebaut hat. Ja, unglaublich viele dieser Erfolgsstories. Stärken wollen, aufsteigen wollen und nicht das Gefühl haben wollen, dass wenn sie mehr arbeiten, das eigentlich ins Nichts geht. Und wenn wir das schaffen, diesen Mut, diese Hoffnung wieder zu zünden, indem es einen guten Pakt für Deutschland gibt, indem es einen großen Aufstieg. Ja, der gute Pakt enthält eine dauerhaft steigende Nachfrage, dauerhaft steigende Realeinkommen für die Mehrheit der Bevölkerung, aber auch eine hohe Besteuerung extrem großer Vermögen, die viel stärker steigen als die Wirtschaftsleistung, was der Wirtschaft langfristig schadet. Das muss Teil so eines Paktes sein, dass man eben die Reichen nicht immer reicher werden lässt und die Finanzmärkte nicht immer weiter dereguliert und die Profite einer kleinen Finanzelite steigert, sondern dass man wirklich Politik für die Mehrheit macht. Das muss Teil dieses Paktes sein. Aufschlag gibt, dann müssen wir gar nicht reich gegen arm, sage ich mal, aufspielen lassen, sondern dann haben wir ein Gesamtpaket, wo man merkt, unter. Es geht nicht um reich gegen arm, es geht um superreich gegen die unteren 99,9% der Bevölkerung. Es geht um eine kleine Schicht der Bevölkerung, für die extrem stark gemacht wurde, deren Steuern auf wirklich absurd niedrige Niveaus gesenkt wurden und die davon profitiert hat, dass eben große Teile der Bevölkerung immer mehr gehängt wurden. Und denen endlich mal gegen diese Interessenpolitik zu machen, endlich mal nicht auf die Finanzmärkte zu hören, das wäre Teil eines vernünftigen Paktes für Deutschland, den man beschließen müsste. Unternehmertum lohnt sich und es lohnt sich wirklich jeden Tag, jeden Morgen aufzustehen, für die Familie einzustehen und wirklich die Ärmel hochzukrempeln. Der andere Punkt war ja, Herr Lindemann, 14 Euro Mindestlohn. Ist das, da fühlen Sie sich wahrscheinlich unwohl. Machen Tarifpartner, aber Frau Unaran hat doch. Ja, die deutschen Gewerkschaften, wie gesagt, letztes Jahr will ich nichts gesagt haben, 2023 haben sie gute Lohnabschlüsse erzielt. Aber die ganzen 25 Jahre davor, viel zu niedrige Lohnabschlüsse. Also warum ist das Lohnniveau in Deutschland denn so schwach gestiegen? Weil die Gewerkschaften so schlecht verhandelt haben. Weil die Tarifbindung ist extrem stark zurückgegangen. Früher waren noch 60-70% aller Leute in Tarifverträgen. Heute ist es nur noch die Hälfte. Also die Tarifpartner kriegen es eben nicht hin. Die Unternehmen sind immer stärker geworden und die Gewerkschaften immer schwächer. Also inwieweit das jetzt der schlechten Verhandlungsführung der Gewerkschaften anzulasten ist, inwieweit politischen Entscheidungen, darüber kann man diskutieren, aber dass die Gewerkschaften es offenbar nicht hinkriegen, die Lohnentwicklung zu stabilisieren, das zeigt doch die Erfahrung der Vergangenheit. Doch recht, das Problem ist doch, wann gab es letztes Mal eine große Reform in Deutschland? Das war Gerhard Schröder. Jetzt lassen wir mal die Russland-Geschichte außen vor. Gerhard Schröder hat eine Agenda 2010 gemacht und hatte eine große... Sie können von der Agenda erzählen, wenn Sie mir noch verraten, ob Sie 14 Euro Mindestlohn gut oder schlecht. Wenn die Tarifpartner das wollen, ja. Punkt. Aber wir brauchen einen großen Aufschlag, so wie es... So ein Unfug. Die Gewerkschaften wollten das. Die Gewerkschaften wollten 14 Euro Mindestlohn. Wer hat das in der Mindestlohnkommission verhindert? Lars Feld, der Vertreter der SPD. Und Christiane Schönefeld, die Vertreterin der SPD. SPD und FDP haben in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert, gegen den Willen der Gewerkschaften. Das heißt, das, was Sarah Wagenknecht hier gerade gefordert hat, es wurde von der SPD verhindert. Das kann man gar nicht häufig genug betonen. Was Gerhard Schröder damals gemacht hat, ich sage das auch ganz mutig als CDU-Politiker, wir haben das damals auch konstruktiv begleitet. Das war ein großer Aufschlag, wie man dieses Land nach vorne bringt. Und zum großen Aufschlag gehören 4, 5 Themen. Erstens Steuern, ja, eine Steuerreform, dass sich aber... Ja, Mehrwertsteuer abschaffen beispielsweise. Einkommenssteuer für die sehr, sehr Reichen, wie gesagt, Einkommen oberhalb 1 Million Euro, deutlich erhöhen, Kapitalerträge genauso stark besteuern wie Löhne. Dann Sozialversicherung reformieren, Rentenniveau deutlich rauf, Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, und zwar in allen 4 Sozialversicherungen und dazu noch Kapitalerträge auch noch für die Sozialversicherung heranziehen. Arbeiten wieder lohnt. Wenn jemand Vollzeit arbeitet, macht eine Überstunde, die muss meines Erachtens steuerfrei. Wir brauchen zweitens bei den Energiepreisen Entlastung, das Geld, was von über die CO2-Steuer reinkommt. Ja, Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Sehr gut. Entlastung bei den Energiepreisen. Muss zurückgegeben werden an genau diese Menschen. Ja. Drittens, Arbeit für ihre Mitarbeiter muss sich lohnen. Deswegen bleibe ich dabei. Wenn wir das Bürgergeld in der Form abschaffen und dass jeder, der arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss, kriegen Sie auch wieder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist so ein Bullshit. Also erstmal wird das Bundesverfassungsgericht es verbieten, Leuten komplett das Bürgergeld zu kürzen. Das hat es nämlich in der Vergangenheit schon getan, bei Hartz IV. So, wenn diese CDU-Vorschläge hier durchkommen sollten, dann werden die paar Monate später vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert.
Also das ist schon mal das Erste. Er fordert hier Sachen, die sich so gar nicht umsetzen lassen. Und zweitens, ja, haben wir 1700 Totalverweigerer in Deutschland. Wenn man denen jetzt das Bürgergeld ein paar Monate länger kürzen kann, also Leuten, die zu einem großen Teil wahrscheinlich auch noch psychische Probleme haben, die auch sonst ihr Leben nicht geregelt bekommen, die werden jetzt nicht, nur wenn man denen das Bürgergeld kürzt, in Friseursalonsschlange stehen, um da eine Ausbildung zu machen. Also das ist eine wirklich absurde Vorstellung. Also wie gesagt, 1700 Totalverweigerer bei über 2,5 Millionen Arbeitslosen und über 5 Millionen Bürgergeldempfängern. Also das sind hier die Größenverhältnisse, über die wir reden. Also es ist nichts mit der Realität zu tun. Und dann, wenn man natürlich Leuten Geld wegnimmt, dann können sie sich eher noch seltener einen Haarschnitt leisten. Also das ist an sich schon eine dumme Idee. Also egal, wie man das Geld kürzt. Also ob man jetzt sagt, wir senken ihnen die Regellöhne, ob man sagt, wir nehmen es Bürgergeldempfängern weg, ob man sagt, wir nehmen es Rentnern weg, ob man sich ausdenkt, irgendwem Geld wegzunehmen, sobald es weniger Geld gibt, gibt es weniger Nachfrage. Das heißt, den Unternehmen, vor allem den Unternehmen im Binnenmarkt, wie gesagt, Binnenmarkt, Exportindustrie, das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Vor allem den Unternehmen im Binnenmarkt geht es dann noch schlechter. Die Exportindustrie profitiert tendenziell von sinkenden Löhnen. Der Binnenmarkt, der leidet tendenziell darunter, weil die Exportindustrie in Konkurrenz zum europäischen Ausland steht. Und jetzt kommt der vierte größte Punkt, Herr Klamroth, ganz kurz. Überregulierung, Bürokratie. Wir bürokratisieren uns hier in diesem Lande zu Tode. Und wenn wir da keinen Durchbruch erzielen... Frag mich gerade, was die CDU in den letzten 16 Jahren gemacht hat, als sie an der Macht war. So, hätte sie da nicht Bürokratie abbauen können? Also keine Ahnung, die Mehrwertsteuer beispielsweise. Das produziert in Unternehmen sehr viel unnötige Bürokratie. Erzielen. Dass wir mal sagen, 99% der Unternehmer verhalten sich total konform und halten sich an die Regeln und 1% nicht. Wir tun ja so bei den ganzen Pflichten, Dokumentationspflichten und so weiter, dass sich 99% nicht an die Regeln halten. Die werden alle unter Generalverdacht gestellt. Ich sage Ihnen eins, wenn wir 2 Jahre die Berichtspflichten abschaffen und der Staat kontrolliert hier oder da mal zur Kontrolle, aber man stellt nicht alle Unternehmer unter Generalverdacht, hätten wir einen riesen... Warum hat die CDU das nicht gemacht, als sie 16 Jahre an der Macht war? Erstens. Und zweitens, warum fordert man keine Einführung der Mehrwertsteuer? Die produziert extrem viel unnötige Bürokratie. Abbau von Bürokratie in Deutschland, das brauchen wir jetzt. Wer klatscht bei sowas? Haben die Leute alle vergessen, dass Merkel 16 Jahre lang unsere Kanzlerin war? Davor 16 Jahre, also bevor Schröder war, 16 Jahre lang Kohl. Haben die Leute das alle vergessen? Nicht, sie haben ja nicht das Problem, dass Bürokratieabbau, da sind CDU und FDP schon in den 80ern mit hausieren gegangen und haben es nicht gemacht. Also, wie oft will man sich bitte verarschen lassen? Keine Mitarbeiter finden. Ich habe Mitarbeiter. Sie haben Mitarbeiter, nur könnten Sie den... Wenn der Mindestlohn... Das Bürgergeld. Sie Mitarbeiter. Ui, wer hätte das gedacht? Steigt und steigt, dann muss ich einen Mitarbeiter entlassen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Es geht wie gesagt, das funktioniert so makroökonomisch nicht. Also sie denkt hier gerade mikroökonomisch, aber was passiert, wenn sie höheren Mindestlohn zahlen muss, dann kann sie auch ihre Preise für Haarschnitte erhöhen. Der auf der anderen Seite der Straße ist, der auch höhere Lohnkosten hat, der hat die gleiche Situation. Also wenn der Mindestlohn steigt, dann bedeutet das, dass die Kosten für Haarschnitte steigen. Nicht, dass sie Mitarbeiter entlassen muss. Wenn sie Mitarbeiter entlassen sollte, dann bedeutet es, dass mehr Leute zum Friseur auf der anderen Seite der Straße gehen. Wie gesagt, das muss ihr gar nicht klar sein, weil sie mikroökonomisch denkt. Sie denkt nicht an die gesamte Volkswirtschaft, sie denkt nur an ihr einzelnes Unternehmen. Und ja, das ist schlecht, wenn man Entscheidungen für eine ganze Volkswirtschaft fällen muss. Es geht ja nicht darum, dass die Löhne steigen. Wenn alles andere steigt, was hat man davon? Hier steigt... Wenn alle anderen Preise steigen, der Mindestlohn auch nicht, dann sinkt der Reallohn. Also, obwohl, lassen wir es mal weiter. Der Lohn hier steigt, die Krankenkasse, am Endeffekt hast du mehr zu zahlen, als du vorher gezahlt hast. Dann steigt hier wieder das, dann muss ich die Produkte mehr bezahlen, dann muss ich das mehr bezahlen. Am Endeffekt, wenn ich die Preise erhöhe, kommen die Kunden nicht. Was mache ich dann? Wie gesagt, die Kunden haben mehr Geld in der Tasche, wenn die Löhne steigen. Makroökonomie. Also höhere Löhne bedeutet auch höhere Nachfrage. Habe ich nichts davon. Frau Wischnitz, wer würde denn, der Vorschlag ist ja ganz konkret von Sarah Wagenknecht, 14 Euro Mindestlohn, könnten Sie das denn zahlen? Dann müsste man aber auch... Warum sitzt kein Makroökonom in dieser... Warum haben die nicht mal Heiner Flassbeck eingeladen? Jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Sendung von Öffentlich-Rechtlichen reagiere, wo es um Wirtschaftspolitik geht, jedes Mal sage ich, die sollen mal Heiner Flassbeck einladen. Jedes Mal. Die hören irgendwie nicht auf mich. Keine Ahnung, die schauen wahrscheinlich in meinen Stream nicht. Auch dieses Anheben, dieses
drei Beträge für ohne Steuern. Dann müsste man das beantworten. Sonst kann man das nicht mehr. Ich kann mir das nicht leisten dann. Ja. Also ich verstehe das ja gut, weil das wirklich in kleinen Unternehmen ein echtes Problem ist. Aber das andere Problem ist eben, wenn flächendeckend, also wir haben jetzt 3 Jahre gehabt, wo sogar im Querschnitt die Löhne gesunken sind, 3 Jahre hintereinander, also nicht nur die Mindestlöhne, sondern die Gesamtlöhne. Und wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dann halten sie halt ihr Geld zusammen und gehen auch weniger zum Friseur oder in die Gastwirtschaft. Also wir haben... Endlich erklärt's mal wer, Dankeschön. Endlich erklärt's mal wer. Und wie gesagt, wenn der Mindestlohn steigt, dann steigen die Lohnkosten für alle Friseurbetriebe. Das heißt, die Leute bleiben nicht also sie hat nicht alleine höhere Kosten, sondern alle Friseure, mit denen sie konkurriert, die haben auch noch höhere Kosten. Das heißt, dass sich dadurch für sie ein Wettbewerbsnachteil ergibt, das ist nicht der Fall. Wie gesagt, das passiert nur, weil man mikroökonomisch denkt. Wenn man diese Überlegung, die anderen haben ja auch alle höhere Kosten, wenn man die ausblendet. Wenn man nur auf seine eigenen Zahlen schaut, aber dass sich da volkswirtschaftlich etwas verändert, ergibt sich ein völlig anderer Effekt, als man erwarten könnte, wenn man nur mikroökonomisch denkt. Wir haben einfach in der Gesellschaft insgesamt eine Verschiebung. Sehr viele Menschen haben weniger Geld in der Tasche, haben weniger Kaufkraft, weil die Ungleichheit auch so stark steigt. Und ein sehr kleiner Teil hat tatsächlich in den Jahren sehr viel zugelegt, also die am oberen Ende. Also wir hatten heute in der Tagesschau die Meldung, also die einzigen Kaufhäuser, die noch richtig saftig Gewinn machen, das sind die Luxuskaufhäuser. Also da, wo die wirklich Reichen einkaufen, die Kaufhäuser verkaufen, richtig viel. Alle anderen haben ein Problem, weil der Durchschnitt, die Mitte der Gesellschaft und die Ärmeren erst recht, die müssen ihr Geld zusammenhalten. Oder die kaufen nicht in Kaufhäusern, sondern woanders. Das sollte man schon, das kann ja auch sein. Da etwas ändern an dieser Gesamtverschiebung. Und was sich der Politik eben, also auch gerade der Regierung vorwerfen. Sie sind selber Politikerin, Sie sitzen sogar im Bundestag. Ja, aber die Regierungspolitik, wir können sie ja leider nicht ändern. Was ich Ihnen vorwerfe und Ihnen auch, weil Sie jahrelang regiert haben, Sie haben diese immer wachsende Schere zugelassen und gestaltet. Nee, wir haben also Sie machen eingeführt. Das ja, dass es immer weiter auseinander. Ja, also er hat den Mindestlohn eingeführt, aber die Löhne sind trotzdem deutlich hinterm Wirtschaftswachstum zurückgeblieben. Das kann man sich doch ansehen. Ja, nicht, Frau Wagner, stimmt das nicht? Nein. Natürlich stimmt das. Also könnt euch gerne die Reallohnentwicklung angucken und da die Produktivitätsentwicklung gegenhalten. Ihr werdet sehen, die Kapitalgewinne, die sind stärker gestiegen, als die Produktivität gewachsen ist. Die Löhne sind schwächer gestiegen. Die Gesamtlöhne, die Löhne von den Ärmeren sind sogar schwächer gestiegen. Nochmal schwächer oder die letzten 30 Jahren unterm Strich wahrscheinlich sogar stagniert. Mal Herrn Schneider antworten lassen. Ich will mal 2 Punkte noch sagen, weil die großen Herausforderungen aus meinem, weil Sie das angesprochen haben, die großen Herausforderungen in diesem Land sind Energieunabhängigkeit, Unabhängigkeit davon, dass wir nicht mehr Geld dafür ausgeben, dass wir an die Scheichs, nach Saudi-Arabien, nach Norwegen Gas oder nach Russland Milliarden exportieren, sondern es hier produzieren. In diesem Jahr haben wir das erste Mal über 50% des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Das ist ein Riesenerfolg dieses Landes. Das spart uns auch Geld. Und dafür klatschen die Menschen jetzt. Also haben die sich ihre eigene Stromrechnung nicht angeguckt oder wird denen von dem Öffentlich-Rechtlichen ihre Stromrechnung bezahlt? Wenn die Spaß, bevor mir jetzt irgendwer hervorwirft, ich würde Falschinformationen verbreiten. Aber wieso klatscht man nach so einem Satz? Herr Schneider, bei dem Punkt, Sie sind weiter dran, bei dem Punkt. Ja. Es ist ja so, der CO2-Preis steigt, die Bürger merken das beim Tanken, im Urlaub fliegen, beim Mineralöl einkaufen oder bestellen. Die Ampel wollte ja einen sozialen Ausgleich schaffen. Klimageld, ja. Das Klimageld, so, das wäre eine jährliche Einmalzahlung. Ja, das Klimageld. Also man hatte den Bürgern ursprünglich im grünen Wahlprogramm versprochen, ihr bezahlt CO2-Steuer, wir geben euch die Einnahmen, die wir haben, wieder zurück. Also quasi linke Tasche, rechte Tasche. Bezahlt Steuern und wir geben es euch dann wieder zurück. Unterm Strich wird damit ein Anreiz geschaffen, sich klimafreundlich zu verhalten. Wie gesagt, dieses Konzept, dass jeder dann auf seinen CO2-Ausstoß achtet, kann man kritisieren. Wie gesagt, da brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das Klimageld, das ist bisher nicht gekommen. Also das war so ein reines, so eine Beruhigungspille für die Menschen. Ja, die Preise steigen, aber ihr bekommt ja das Geld wieder zurück, also keine Sorge. Aber das ist bis heute nicht passiert. Die Regierung hat das Geld im Bundeshaushalt verschwinden lassen und damit dann andere Sachen gemacht. Also sagt ja schon der Name Steuer. Also Steuern sind ja nicht zweckgebunden. Die gehen in den Bundeshaushalt und Ausgaben werden aus dem Bundeshaushalt getätigt. Nur weil irgendeine einzelne Steuer steigt, steigen nicht die Ausgaben für irgendwas. Und nur weil eine CO2-Steuer kommt, kommt nicht automatisch ein Klimageld. Zahlung ungefähr was zwischen 100 und 200 Euro. Kommt das jetzt vor der Wahl oder kommt es nicht? Wir haben in der
letzten Legislaturperiode die Erhöhung des CO2-Preises auf dieses Niveau, wie wir es jetzt haben, beschlossen. Das war noch in der Großen Koalition letztes Jahr. Die Grünen haben uns trotzdem Klimageld versprochen, also vollkommen egal, ob ihr das versprochen habt oder nicht. Und zum anderen, kommt das jetzt vor der Wahl oder kommt es nicht? Und wenn ja, wie viel Prozent der Einnahmen werden ausgegeben? Das sollten eigentlich 100% sein. Ansonsten ist das nämlich irgendwie so ein bisschen Volksverarsche. Regierung, und das ist auch das, was wir jetzt haben. Ja. Die Mittel, die dadurch eingenommen werden, dienen dazu, dass wir zum Beispiel die EEG-Umlage senken, diese 10 Milliarden Euro, und den Umbau der Energie, Stahl und... Also ihr könnt die EEG-Umlage von mir aus komplett abschaffen, aber gebt einfach die Einnahmen, die ihr aus der CO2-Steuer habt, 100% an die Bürger wieder durch. Gegen die CO2-Steuer viel weniger Widerstand geben, und so lange ihr das halt nicht macht, wird es halt starke Unterstützung für die Abschaffung der CO2-Steuer geben. So einfach ist das. Entweder ihr haltet eure Versprechen ein, also mit ihr meine ich jetzt die Grünen, die sitzen hier jetzt zwar nicht, aber die sind ja mit in der Regierung und die haben dieses Klimageld die ganze Zeit gefordert und das auch im Koalitionsvertrag geschrieben. Oder ihr lasst das mit der Erhöhung der CO2-Steuer oder schafft die CO2-Steuer wieder ab.